wie du dir einen strahlungsfreien Raum selber machen kannst, welche die Strahlung um Faktor 100 bis 1000 reduziert, das erfährst du in diesem Video. Hallo, hier ist Vladi vom Earthing Zentrum und wenn du prinzipiell wissen möchtest, welchen Einfluss elektromagnetische Strahlung auf unsere bioelektrischen Systeme aufweist, dann klicke bitte auf das Video oben rechts, aber hier geht es primär um die Lösung. Zuerst streicht man alle Wände und wirklich alle Flächen und alle Ecken vollständig und möglichst dick mit Abschirmfarbe. Keine Sorge, diese kann man auch mit normalen Farben komplett überstreichen. Für exzellente Ergebnisse sollte man auch Steckdosen und andere Eindringmöglichkeiten für die Strahlung mit einbeziehen. Am besten lässt man eine Steckdose für den Strom, in diese steckt man eine Steckdosenleiste und überstreicht den Anschluss. Am Boden sollte man eine bis zwei Lagen Aluminiumgitter verlegen. Für die Kante zwischen Wand und Boden sollte man die Konstruktion mit Duct Tape befestigen und die Konfiguration mit Abschirmfarbe überstreichen. Die Tür und den Rahmen sollte man am besten doppelt streichen. Hier kann man ebenfalls erstmal Klebeband und dann die Abschirmfarbe verwenden, falls man sich in einem Mietsverhältnis befindet. Die Tür und andere suboptimale Bereiche, wie zum Beispiel die Deckenlampe, kann man für ästhetische Zwecke mit Postern und Dekoration versehen. Für das Fenster kann ebenfalls ein Aluminiumgitter verwendet werden, wobei die gezeigte Version nur vorübergehend ist und man einfach ein größeres Stück verwenden kann. Alternativ kann man für das Fenster und andere Bereiche auch Abschirmfolie verwenden und den Rahmen ebenfalls mit Hilfe von Klebeband und Abschirmfarbe gegen Strahlung absichern. Es ist wirklich wichtig, dass es möglichst keine Lücken gibt. Führe dazu das folgende Gedankenexperiment aus. Wenn die Farbe Wasser abschirmen könnte, wo würde noch Wasser durchkommen? Schlitze, welche nicht größer sind als die Maschenweite des Gitters, sind unbedenklich, aber größere Expositionsmöglichkeiten sollten vermieden werden. Wenn man es nicht richtig macht, könnte die Belastung sogar höher als davor ausfallen. Strahlung wird durch Reflexion übertragen. In diesem Raum würde die eindringende Strahlung also hin und her bouncen. Wenn man beispielsweise im Dachgeschoss in einem sehr hohen Gebäude wohnt, dann würde es bereits ausreichen, nur den Boden mit Aluminiumgitter zu versehen. Die hier gezeigte Konstruktion ist aber für jede Wohnanlage geeignet und wie man sieht, ist die Strahlungsbelastung sehr stark reduziert. 10 Dezibel bedeuten 10 mal weniger und 20 Dezibel bedeuten 100 mal weniger und 30 Dezibel 1000 mal weniger. Im Video oben rechts findest du weitere, einfachere Möglichkeiten, die Strahlungsbelastung um bis zu 97,5% nach baubiologischer Messung zu verringern. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass den Daumen nach oben gehen und abonniere und klicke vor allem auf die Glocke, damit du nicht nur das meiste aus deiner Earthing, sondern auch gesundheitlichen Erfahrungen ziehen kannst. Und damit wünsche ich dir noch einen perfekten Tag.